herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann auf der Map Hofbergmann. Heute mal ohne den lieben Tierfarm. Deshalb müssen wir wieder ein bisschen mal koordinieren mit Helfer. Der stimmt, der stand ja hier mit seinem mit dem kleinen Teil hier. Da hat er ja eine Kuh gelandet. Naja. Ich hau den mal weg hier, den Raps. Hat mir ja gesagt, dass wir den erstmal behalten. Dann schauen wir mal, dass wir heute fertig ernten. Eventuell auch noch ein bisschen nochmal den Hofladen befüllen. Upsasa. Moment, du Auto. Du Auto warten. Da hat er sich ja was überlegt hier, ey. Mit diesem Teil und dem Anhänger, das ist ja katastrophal. Wenn es wenigstens der kleine Strautmann wäre. So, aber ich tausche mal gerade die Traktoren. Ich nehme den Fendt. Ich gehe mal gerade schauen, ob noch ein bisschen Milch fertig ist. Oder ich nehme nachher den Masser hier oben. Ging nicht viel rein. Jetzt hat ja, manchmal frage ich mich, was er denn macht. Kühe, okay, da ist sowieso nichts da. Ah, der dreht sogar noch mal um. Das ist er. Ist er gut. Ist er perfektomanisch. Aber ich glaube, ich fahre den trotzdem mal kurz selber. Dann ist auch sichergestellt, dass da nichts stehen bleibt. So. Gut. Traps Preis war nämlich, glaube ich, nicht so tolle. 1200. Müssen wir mal ein bisschen beobachten, ob das ein guter Preis ist oder nicht. Hier nach dem ersten Vorgewende gleich noch mal einen Helfer ein bisschen ansetzen, dann kriege ich den Traktor wieder rüber mit dem Anhänger zum Abtanken. Ja, wenn euch das Projekt gefällt, lasst gerne mal ein Like, Abo oder einen Kommentar da oder einfach alles. Abo wäre sehr unterstützend und schaut gerne auch mal bei den anderen Folgen vorbei, zum Beispiel beim Real Farming LS19 Meets Reality, unserem RP-Projekt oder bei Minecraft die Burg. Geht ja flott hier. Zum Glück haben wir einen gescheiten Drescher. Kann man gucken, ob wir irgendwas gemietet haben. Nee. Gut. Schafe sind versorgt, Kühe sind versorgt und Hühnchen sind auch so versorgt. Super, super. Gut.
Ich nehme den Fendt hier. Den. Den konfiguriere ich gerade mal um. Pflegebereifung brauchen wir nicht unbedingt. Oh, ich hoffe, dass jetzt nicht das. Okay, passt. So. Oh, der hat schon fast vollen Kontank. Beeil mich. Ach, das ist Teil, ey. Manual Attaching ist so nervig, aber auch so hilfreich. Durch die Prozente, die angezeigt werden, ist es schon recht cool. So, ah, da steht der kleine Strautmann auch noch. Aber ich glaube, den brauchen wir nicht. Ich lieber mal, dass du da rechtzeitig hinterkommst. Weiß gar nicht, hätten wir schon genügend Bio-Zeug? Nee. Müssen wir nochmal konventionell tanken mit Kunstdünger. Behalten wir natürlich den Rapspreis im Auge. Guck mal gerade zum. Nein. Wenn wir gerade bei den Hühnern reingucken. Ist nichts fertig. Natürlich in den Hofladen. Da stehen 4 angefangene Kisten, aber noch kein Käse. Käse müsste aber theoretisch noch ein bisschen was da sein, weil wir haben ja aufgetankt hier die Molkerei, beziehungsweise die Käserei. Da können wir mit Sicherheit 1-2 Käse da runter transportieren. Ich hole mir jetzt das Fass hier raus, das ist so. Sorry. Tiere fahren. Ist ein bisschen blödsinnig. Na, viel ist nicht. Ein Käse. Fertig. Ich weiß gar nicht, was ist denn der Käsepreis? 3000 steigend. Dann warten wir mal noch ein bisschen. Aus meiner Sicht muss dieses Fass bei der Milchproduktion stehen. Könnten wir gerade ein Wasser holen. Was machen wir denn auf das Feld? Irgendwie Gerste oder Hafer hätte ich Lust. Stroh wird hier, glaube ich, nicht angezeigt. Gerste haben wir noch ein bisschen, aber wir brauchen trotzdem irgendwie sowas. Ich nehme mal Weizen. Dann machen wir Weizen drauf. Kalken müssen wir. Bisschen lahm heute hier. Was kostet denn Kalkstreuer? Weil bevor wir da jetzt rüberfahren und uns den dann nicht leisten können. 2000 kostet der in der Miete. Ja,
Aber ich muss es machen. Also bleibt nichts. Oh, das war doof. Warte mal, kann ich die wieder verkaufen? Das war sehr doof. Habe ich Blödsinn gemacht, weil, warte mal. Ne, hier sind die drin. Da hätte ich 2000 Kalk für den gleichen Preis gekriegt. Ah ne, ist gleich, okay. Bei Kalk ist gleich, okay, dann passt's ja. Fahr ich mal gerade den Kalk holen. Und ich hoffe, dass es für das Feld reicht. Weil das ist ein bisschen wenig eigentlich. Aber schauen wir einfach mal. 8000 Kalk für das Feld. Könnte eng werden. Kalk wollen wir ja irgendwann mal selber produzieren. Aber dafür brauchen wir erstmal dann Geld, um die Kalkproduktion zu kaufen. Deshalb wird es noch eine Weile dauern. So, Drescher sagt, er sei fertig. Ja, das hat ja gut geklappt. Er wird drüber gefahren. So. Moment hier. Wir haben immer noch nur dieses eine Feld und da hinten die Kartoffeln, die wir angepflanzt haben. Die sind aber noch lange nicht fertig, die brauchen noch einiges an, an Zeit. So, dann gehen wir mal gucken, wie weit der Dünger, der Kalk reicht. Beziehungsweise ich werde heute nur den Kalk mal ins Feld stellen. Wirklich kalken werden wir wahrscheinlich erst morgen, bis ich den Raps eingelagert habe und alles. Beziehungsweise ich lade hier mal noch das andere Kalk-Big Pack ein, was ich da habe. Steht ja noch eins am Hof.
Ach nee. Das ist ja toll. Dann Regalboden heben. Achso. Ja, eben, das ist eine Doppelbelegung. Dadurch dauert es natürlich ewig, bis das Teil hier unten ist. Also das, da hätten sie vielleicht noch mal eine Tastenbelegung ändern können. Ah, wenn man das Mausrad gedrückt hält und scrollt, geht es ein bisschen besser. Also Mausrad drücken und dann scrollen. Warum kann ich das jetzt hier nicht? Ey, nee. Das ist nervig. Ich kann das nicht aufladen, ey. Das ist ärgerlich. Dann hole ich mal gerade den Frontlader schnell. Nee. An das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Hat hier wohl den Status als eingelagert, deshalb kommt man hier so nicht dran. Ups. Hey. Gut. Okay, nee, warte. Wir machen jetzt das hier fertig mit dem Kalk. Das ist fertig. Und dann machen wir Feierabend. Das war's dann von der heutigen Folge Hofbergmann. Wie gesagt, morgen dann wieder mit dem Tiger fahren. Der kann da nicht drauf abgehängt werden, ey. So ein Mist. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da und bis morgen, haut rein, macht's gut. Ciao.